Schön, dass ihr wieder bei Tu's Kochtu eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch vietnamesische Mortadella Da Lua zeigen. Die Mortadella ist eine wurstähnliche Fleischpastete und wird in Baguettes dann auch belegt. Und das habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt. Da Lua wird nicht nur zum Frühstück, sondern auch zum Mittag, zu Abend als Beilage mit bestimmten Gerichten auch serviert. Und nun zeige ich euch die Zutaten dazu. Für die Farce brauchen wir 2 Kilo Schweinehackfleisch, 45 Gramm Speisestärke, 80 Milliliter Fischsoße-Konzentrat, 65 Milliliter kaltes Wasser, dann brauchen wir dazu ein Päckchen Weinsteinbackpulver, ein Esslöffel Zucker und einen halben Teelöffel Pfeffer. Als erstes dann die Speisestärke, Fischsoße-Konzentrat, Weinsteinbackpulver, Zucker und Pfeffer in das Hackfleisch geben und gut vermengen. Am besten ihr zieht euch Handschuhe an, damit später eure Hände nicht nach Fischsoße-Konzentrat riechen. Nun das Fleisch dann für circa eine Stunde in den Gefrierschrank stellen und anfrieren lassen. Nachdem das Fleisch dann angefroren ist, herausnehmen, Wasser dazugeben und in einer Küchenmaschine zu einer Farce dann fein hacken. Am besten ihr nehmt dann portionsweise vom Fleisch und vom Wasser, weil sonst wird es für die Küchenmaschine auch zu viel. Anschließend das Fleisch dann auch herausnehmen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Danach nochmals in die Küchenmaschine geben und durchhacken. Und nun für das Einwickeln der Mortadella brauchen wir 300 Gramm Bananenblätter, Küchengarn und Bratenschlauch. Ihr könnt gefrorene Bananenblätter nehmen oder auch frische Bananenblätter. Bei frischen Blättern ist es allerdings etwas schwieriger, da die ja härter sind und dann beim Einrollen schneller reißt. Zuerst die Bananenblätter gründlich auswaschen und mit einem Küchenpapier trocken reiben und in 30 cm lange Stücke dann auch schneiden. Jede Mortadella benötigt 3 Bananenblätter. Nun dann das erste Bananenblatt dann nehmen, mit der glänzenden Seite nach unten legen und die Bananenblattadern sollten quer liegen. Das zweite Blatt auch mit der glänzenden Seite auf das erste Bananenblatt legen. Auch hier sollten die Blattadern quer liegen. Dann das dritte Blatt mit der glänzenden Seite nun nach oben legen und die Adern sollten jetzt aber längst hingelegt werden. Die Blätter dann mit etwas Öl bestreichen und ca. 500 Gramm Fleisch dann hineingeben und einrollen.
Mit Hilfe eines Küchengarns dann in der Mitte befestigen, damit es einen besseren Halt hat und die Seiten zusammenklappen. Als nächstes den Bratenschlauch dann aufschneiden und halbieren. Die Rolle dann mit Bratenfolie dann einrollen und zuletzt dann mit Küchengarn einwickeln. Die Folie verhindert dann das Aufreißen der Bananenblätter, da die Mortadella während des Dämpfens dann aufgehen. Nun die Mortadella für circa eine Stunde dann dämpfen.
So sehen jetzt die leckeren vietnamesischen Mortadellas da Lor aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!